Jo, was geht ab? Und zwar kommt zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich in diesem Video, wie ihr den Speed-Glitch auf dem Fahrzeug draufsetzt. In dem Fall habe ich einen Pfister 811 hier. Und zwar zeige ich euch mal, wie schnell er normalerweise ist. Machen wir kurz einen Drag Race. Wir starten gleich auf den Timer dazu. 3, 2, 1, go. Und so fahren wir mal los. Machen wir kurz das Vorher-Nachher-Vergleich. Und zwar ist das jetzt dann in keinem Glitch-Zustand. Und zwar im normalen Zustand. Er hat die volle Tuning-Option drauf. Haben wir gleich ein Ziel rein. Und zwar hat der 19 Sekunden gebraucht, also 19,46 Sekunden. Und jetzt machen wir einen Speed Glitch drauf. Die ganz genaue Erklärung zum Glitch kommt ganz am Ende, also schaut bis zum Ende zu. Und zwar machen wir es mal. 1, 2, 3, 1. Und mit der Bremse gedrückt. Jetzt fahren wir wieder los. Ein bisschen jiggen. Glitchen wir, und zwar sind wir auf der maximalen Geschwindigkeit, wie ihr es schon sehen könnt. Das Fahrzeug ist unnormal schnell. Unnormal, aber anders unnormal schnell. Ah, mashallah, wir sind einfach direkt ins Wasser geflogen, man kennt's. Jetzt kommt ein geiler Cut, man kennt's. Und zwar wieder auf der Piste mit dem Pfister. Der Wagen hat davor 19 Sekunden gebraucht mit den Rädern und ohne Rädern, mit dem Speedglitch halt, hat er nur 13 Sekunden gebraucht, also war der 6 Sekunden schneller als davor. Das ist ein gewaltiger Vorsprung. Und zwar, jetzt kommt die genaue Erklärung dazu. Und zwar, ganz wichtig, es sollten keine schusssicheren Reifen sein. Und dann sollte es klappen. So, fangen wir an. Erstmal schießen wir vorne beide Reifen kaputt. So, dass die Felgen zerplatzen. Auf der anderen Seite habe ich schon gemacht. So, machen wir es auf der Seite auch nochmal. Bam, so, haben wir es gemacht. Jetzt fahren wir kurz die Felgen kaputt. Und dann sehen wir uns wieder am Ziel. Am Start. So, jetzt wieder am Start. Es ist ganz wichtig, dass die Reifen für 3 Sekunden durchdrehen lässt. Also, ihr drückt R2 und L2 durchgängig. Dann lässt ihr L2 für eine Sekunde los und dann drückt ihr wieder L2 rein. So ist in den Speedglitch drin seid. Und so funktioniert der Glitch. Also, ich bin direkt in den Speedglitch drin gewesen. Ganz wichtig, 3 Sekunden durchdrehen lassen. Dann L2 eine Sekunde loslassen. Und dann wieder sofort drücken. Und dann klappt der Glitch auch schon direkt. Also, damit könnt ihr schön flexen von euren Freunden. Und das war's auch mit dem Video. So, hoffentlich hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr unterstützen. Und zwar werde ich morgen wieder streamen. Und zwar werden wir ein Tuning-Treffen machen. Letztes Mal waren wir wieder 15 Leute. Das hat richtig Bock. Und seid gerne dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.